Herzlich willkommen. Herzlich jetzt auch mit Facecam, die hat gerade ein bisschen rumgespackt. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Tomo Dazi Live. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt hier. Jetzt haben wir noch mal gleich, was bei unseren Bewohnern alles so abgeht und wie man denen helfen kann. So. Wir haben zum Beispiel Cookie. Fang doch mal mit dir an. Du bist erst in der Reihe, der was braucht. Guten Tag. Guten Tag. Ich will Udo mit jemandem bekannt machen. Ich will. Was meinst du? Soll ich ihm Pikmin vorstellen? Ja, warum? Nee, dass du jemand vorstellst, das ist bestimmt eine nette Sache. Was meinst du? Wäre ein gutes Gespräch für uns beiden, ja, definitiv Smalltalk. Leute, mal ganz kurz, wenn ihr es weil Leute irgendwie anfreunden wollt oder so. Nie direkt mit der Tür in die Wand treten. Mit dem Fuß in die Tür treten oder wie auch immer dieses Sprichwort ging. Sprich nie am Anfang über Geld reden, weil das ist der Tipp von Onkel David hier. Aber wenn ihr über Geld redet, lässt es euch so zeigen nach dem Motto, Bruder, ich hab entweder sau viel Geld und protze damit nur so. Oder Bruder, ich hab gar kein Geld, gib mir Geld. Liebe ist auch, ist ja ein interessantes Thema, aber definitiv nicht fürs erste Treffen oder so. Hobbys, ja, ist durchaus interessant, aber am Anfang ganz ehrlich, Smalltalk. Okay, dann will ich die beiden mal. Und ich finde, Hobbys ist irgendwie auch irgendwo ein bisschen Smalltalk, wenn man dann sie zum ersten Mal trifft und sie fragt, hey, was hast du denn für Hobbys? Ich finde, das ist doch Smalltalk. Ich meine, das ist normal, dass man das macht. Aber in meinen Augen ist das Smalltalk. Aber es muss jeder selbst wissen. Vielleicht ist das für die einen oder anderen ja doch kein Smalltalk, ne? So. Auf jeden Fall scheint es da sehr schön zu gehen und die lässt dann über einiges. Und das nennen die Smalltalk hier. Aber okay. Hauptsache, die verstehen es. Das ist die Hauptsache hier. Und das scheint es alles auch zu tun, also. Es ist gut gelaufen, ne? Das ist doch wunderbar. Danke für deine Hilfe. Freut mich. Die beiden konnten sich miteinander anfreunden. Schön, dass die beiden sich miteinander anfreunden können. Haben wir doch irgendwie was richtig gemacht hier. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Dafür gibt es auch noch ein kleines Dankeschön. Das sieht man mal. Ab 18 Spray. Das werde ich schön aufbewahren, weil das dann bestimmt bald wieder brauchen. Das tun wir ja nicht ohne Grund, dass sie ins Haus werfen. Mal aber mal abwarten, was passiert. Oder so was, das hier noch wendet. Sophie schreibt so, ich bin verrückt. Steht da so. Ja, das hast du halt wirklich dann erkannt, wenn ne? Ich mich gut fühle. Das hat sie wirklich gut erkannt. Ist ja Mutter auch so Kappa. Ist alles, wenn du dich gut fühlst. Yay. So, yay. Ich fühle mich gut. Yay. Kapiert ihr? Genau. So einfach mit so, yay. Aber richtig motivieren, quietschig, yay sagen und dann ist man quietschig motiviert. Hashtag diese Logik. Mit meinem Mobiltelefon telefoniere ich immer viel zu lang. Das ist aber bei mir jetzt auch ein weit verbreitetes Problem. Das ist bei meinem Freund auch dasselbe. Telefoniert, 30 Minuten später ist immer noch telefoniert. Denke ich mir manchmal nur so. Was telefoniert ihr Mädchen eigentlich so lang? Es ist. Aber okay. Eine andere Haarfarbe. Ja, was zum Glück, dass wir einen Haarfarben-Spray haben. Das ist die Frage, welche Farbe? Ich will aber eine echt coole Haarfarbe. Klar. Welche Farbe passt wohl zu mir? Nimm mal hellgrün, das passt dann zu deinem Pulli. Ah. Sollen wir das wirklich machen? Boah. Hellgrüne Haare ist so eine Ausnahme, vor allem mit einem Pulli. Aber ja, du bekommst hellgrüne Haare. Musst du hinnehmen. Hast dann bald einen Ganzkörperlook. Und wie sehe ich aus? Ja, also, ich hoffe, du kannst damit leben, Leon. Sonst, ja. Man kann es dann wieder umändern, zum Glück. Falls es dir jetzt gar nicht gefallen sollte. Ihr
Pikmin meine, sorry, jetzt hab ich gerade so, aber hier, Cookie will wieder was. Na dann, jetzt haben wir auch nochmal hin zu dir. Kröte ist es jetzt, Mann, ich bin da dumm hier, ne? So, hi Kröte. Ist es hier? Ebenbild von David. Ja, ist Hulang, ne? So, was gibt's denn? Ich würde David gerne ausführen. Oh, aber wohin wohl? Richtig schön. Ins Café. Gute Idee, ich mache mich fertig und besuche und presse dann sofort auf mit ihm. Café ist so eine Sache, die ist ganz interessant zum Aufpressen. Also erst gibt es ein neues Level und dann machen wir ein Objekt. Wie gesagt, mit Lied mache ich es auch bald, haben es mehrere schon gefragt. Machen es einfach nächsten Parten. Aber Laptop ist auch noch sehr interessant, also geben wir doch mal einen schönen Laptop. Kannst du arbeiten, ne? Das ist doch vielleicht auch gar nicht mal so dumm. Irgendwer muss sich richtig Geld verdienen, ne? So, Kröte ist in irgendein Café, das haben wir gleich dabei. Aber erstmal sind wir so Gamer, weil da will mal wieder ein Spiel mit uns spielen. Hast du Lust auf ein Spielchen? Was auch immer das für ein Spiel ist, ich hab viel Respekt davor gerade. Okay, oh Gott, Quest der Gemeinsamkeiten. Sind wieder mit Inselbewohnern, aber okay. Die erste Aussage zu deinem. Stell mich erst auf kritische Fragen ein hier. Cookie und Uwe sind befreundet. Bestimmt. Die korrekte Antwort ist. Das stimmt genau. Ich muss nämlich so denken, wie die hier in diesem Spiel hier denken, ja? Die zweite Aussage zu deinem. Ach, wenn das nicht so einfach ist. Liron und Kelly gehören zur selben Persönlichkeit. Doch, keine Ahnung. Ich sag einfach mal ja, weil das ist komplett geraten. Und die korrekte Antwort ist. Das stimmt genau. Und wenn irgendwas mit Hunger kommt, dann haben beide Hunger. So viel habe ich gelernt. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Kröte, CST und Pikmin sind am selben Tag geboren. Gott. Ich behaupte mal nein, das wäre zu groß der Zufall. Das ist falsch. Lol. Also ja, falsch. Sowas ist, du wärst letztes Mal auch gewesen, wenn wir es richtig gehabt hätten. Was ja mal geworden ist, dürfen wir uns den Preis aussuchen. Wir sind heute mal protzig und nehmen den größten. Yay, und da ist ein Rucksack drin. Geil. So ein Rucksack ist doch cool, da freut man sich doch. So, wie kann man dir noch helfen? Etwas Speck wäre jetzt echt lecker. Uff. Aber Speck macht fett. Hohen Speck. Mal, wir gerade nicht mal einen Speck da haben. Also, sorry. Das nächste Mal. Du musst jetzt davon halt erstmal hungrig bleiben. Glück können die Leute nicht schön spielen, aber nicht so hungern, ne? So, was haben wir noch beim Café da vorbei und schauen? Was hier abgeht? Ja, wollten wir was im Café machen? Wir stehen hier einfach draußen vor dem Café komplett AFK rum. Muss man das jetzt verstehen? Ich denke nicht, ne? Aber okay. Dann lass mal die mal weiter da auf Karo stehen. Deshalb auch immer. Und zwar erstmal die Nachrichten ein von heute. Was da ins Abgegangen ist. Ist ja immer eine sehr interessante, spannende News, die dann am meisten haben. Die Ausstellung wurde heute eröffnet. Bei dieser äußerst ungewöhnlichen Ausstellung gibt es Würfel aus Würfel aus aller Welt, okay. Das ist eure Chance herauszufinden, wie sich Würfel in verschiedenen Ländern unterscheiden. Die sehen halt alle irgendwie sehr ähnlich aus, ne? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist nicht ernst gemeint, oder? Was für eine Zeitverschwendung. Die sind ja sehr beeindruckt hier vor dem Museum. Ein Kröte, ne? Ich bin begeistert. Da sieht man mal. Und dann mal vorbei ist halt irgendwann, ne? So. Was haben wir denn vor eigentlich heute? Oh gut, kommen wir dazu Quest. Nope. Grillparty war aber auch so mal. Ja, gehen wir doch gleich zum Spendenbrunnen hier, würde ich sagen. Und ihr könnt tun wir ja hier Money rein. Und ja, schauen wir mal, dass wir im nächsten Part nun will ich tatsächlich das Musikhaus eröffnen, nehme ich mir jetzt fest vor. Morgen in dem Part. Portal war es nicht so lange, trifft es aber auch ganz gut, weil ich jetzt wirklich die nächsten paar Tage schulisch noch mit Klausuren vollgestopft bin.
Trotzdem habe ich es einigermaßen einen guten Weg gefunden, Videos noch zu bringen und es alles unter den Hut zu bringen, was gar nicht so einfach ist. Team Sonic Crescent kommt ja bis die Tage gar nicht, geht aber nächste Woche weiter, sobald Mau Mecker dann auch ein bisschen runterfährt. Also, es hat ein lustiges Konzept entwickelt, an dem ich ein bisschen arbeiten bin. Wie es aufgeht, werden wir dann bald sehen, vermutlich. So, wenn wir gespendet haben, falls ihr jetzt komplett neu seid und sagt, ich will mal nie, dass das dann in diesem Let's Play drin macht, gerne einfach mir per PM schicken. Das ist alles eigentlich ganz einfach und ganz lustig. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das soll soweit von mir gewesen sein mit dem heutigen Part. Morgen geht's weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!